Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play NASCAR Racing Season 2003 Multiplayer. Mit dem Filippo, Aloha. dem Franz Ei. und dem David. Aber David wird wahrscheinlich entweder das Programm jetzt noch nicht runtergeladen haben, was wir jetzt seit neuestem benutzen, oder sein Zahn wird noch nicht so ganz in Ordnung sein. Eins von beiden. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Practice. Wir wollen heute mal eine Runde Daytona wieder fahren. Weil Filippo und Franz, obwohl Franz ging ja letztes Mal schon, aber Filippo will sich mal ein bisschen eingewöhnen. Und das ist der Ton nämlich perfekt. So, jetzt muss ich aber mal die F-Taste hier finden. Wie ich raus hier. So. Welche Nummern seid ihr denn jetzt hier eigentlich, Franz? 17. 17, gut. Und Filippo war 6, ne? Na, 1. 1, okay. 1. Dann hat er. Ja. Aber David wissen wir ja 14. Ich 24. Mein Gott, jetzt komme ich hier schon durcheinander. Das wäre jetzt fast peinlich gewesen. Oh Gott, da hätte David mich aber ausgelacht, wenn er das gesehen hätte. Oh, da bist du ja. Bist schon eine Runde gefahren, wa? Ach, du warst das? Nee, die 1 ist mir ja gerade. Ach doch, klar, das warst du ja. Ja, doch, die 1 Mensch, bin ich. 17. Ja, das hier, komm, muss ich mich noch dran gewöhnen hier. Ja, genau, das war ich. Ich bin Nummer 24 hier, so ein roter, schöner Wagen. Wäre es ganz gut, wenn wir mal ein bisschen zusammenkommen. Weil ich bin gerade recht lahmarschig. Weil hier zieht natürlich nur, wenn du Windschatten fährst, ne? Ja, klar. So, dann latsch mal aufs Gas. Ach, Computergegner hatten wir ja auch, ne? Jupp. Komm, ich fahr mal ein bisschen langsamer, jetzt kannst du aufs Gas latschen. Genau. Dann schieben wir uns gegenseitig voran. Also ich kenne das eigentlich so von Level-R-Zeiten so, dass man jetzt hier rechts rüber geht, du links vorbeizieht, aber bei Nesca kann man ja überholen, wie man will, ne? Hier kannst du Habe überholen, wie ich du so willst. verstanden. Genau. Also du kannst hier oben oder unten, das ist egal. Oha, okay, gut. Wichtig ist hier eigentlich, ich halte mich auch nicht immer dran, du darfst nicht unter die Yellow Line hier bei den Super Ja. Speedways. Ne? Also jetzt zum Überholen, das ist eigentlich ungerecht. Aber manchmal machen wir es trotzdem, um einen zu ärgern oder so. Aber manchmal kommst du auch außer Kontrolle oder so, ne? Gerade Ja, klar. hier zum Beispiel könnte ich jetzt einfach unter die Yellow Line. Ich gehe mal hier einfach so drunter, weißt du? Ja. Theoretisch, ne? Und das darfst du nun mal hier nicht. Wieso gab es bei Level R? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon Franz gesagt. Ich habe das auch einmal kurz gefahren mit einem Bekannten. Ja, das, wo er das ein bisschen erklärt hat, da ist mir das immer eingefallen. Das ist auch schon lange her. Ewigkeiten. Aber ich weiß gar nicht, ob man da. Gab es da bestimmte Regeln, wo du überholen solltest oder was? Ja, links. Nur links dürft ihr überholt werden. Okay. Ja, waren die Regeln denn offiziell oder haben die User mehr oder weniger gemacht, um besser Das war eine klarzukommen? Regel, wo die User selber nun bestimmt haben, wo Also. sich halt ziemlich Ach. jeder dann drauf gehalten hat, ja. Ach so, okay, aber theoretisch im Game selber hätte man auch rechts überholen können. Ja, aber da hat es meistens dann geknallt. Ja, da gab es meistens schöne Unfälle, ja. Ne, hier wie gesagt, hier ist das ja gerade das Gute bei Nesca. Dass du hier die Linie aussuchen darfst, ne? Weil manche fahren oben lieber und kommen besser voran. Und manche, so wie ich jetzt zum Beispiel, fahren lieber unten. Na? Ja. Und gerade Ja, hier aber bei ein der. Ostwind, wa? Ja. Gerade hier bei Daytona. Oh, jetzt sind wir gerade nebeneinander, okay. Ist das kompliziert, oben alleine zu überholen? Das schaffst du eigentlich gar nicht. Da brauchst du schon einen Partner. Ja, muss auf die Innenline gehen, ne? Ja, wenn du alleine bist, 100% Inline, ne? Wie gesagt, wenn du außen, kannst du außen überholen. Das ist nicht das Problem. Also, wie gesagt, da brauchst du einen Partner. Deswegen ist es interessant, wenn man Ja. so zu viert ist, zum Beispiel, weil da hat man zwei Pärchen auf jeden Fall. Kann man immer Pärchenbildung machen, ja? Genau. Kommst du hinterher, Filippo? Ich bin da, ich bin da. Okay. Nummer 5, warum fährt denn Nummer 5 so dicht? Achso, ja, das ist ja auch lustig. Das habe ich auch nicht gesehen, dass die KI so lange hintereinander nämlich auch Pärchen bildet, bis er rauszieht. Wenn ich ein bisschen vom Gas gehen soll, falls du doch nicht mehr hinterher kommst, sagst du Bescheid. Was?
Achso, das war schon Practice. Ja, na, Practice gut. Is over. Ja, kommt, der geht gleich selber raus wahrscheinlich. Ne? Ja. Kann ich hier nochmal meinen Partner hier vor mir bisschen ärgern. So, 1, 2, Kabusch. Mein Motor ist hochgegangen, ja. Dein Motor ist hochgegangen? Jo. Yes. Oh ja, hier, du qualmst vor mir. Ja, ja, du qualmst hier. Komm her, ich fahr dich mal oben hier. Komm her, jetzt fahr ich hier mal richtig rein, so zack. Na, sowieso vorbei. Oh, jetzt meine Scheibe aber schön dreckig. Oh, Alter, ich liebe den Rasen. Ja, da hubbelt der Rasen so. Oh. Erstmal das und du kommst voll scheiße manchmal weg. Weil er ist doch ganz schön glatt, ne? Ja. Der rutscht. Aber deine Karre fährt ja immer noch. Die Karte noch. Komm her, ich. Ich sehe hier gar nichts. Geil. Ich guck gerade mal, ob er ins Range 90, ja, passt alles. Also von mir aus können wir fahren. Also Quali jetzt, oder was? Wenn du brauchst, du. Achso, wir haben ja Computergegner, ne? Ja, lass mal Qualifying fahren. Machen wir ruhig mal. Weil wie gesagt, Computergegner haben wir ja auch noch. Dann ist es besser. Mal gucken, ob David das mitkriegt. Ah, ich denke schon. Der ist übrigens sehr gut hier, ja. Der David. Der macht mir hier richtig Konkurrenz schon. Obwohl, dieses Jahr ist er super genial. Ich weiß gar nicht, wie er es dieses Jahr gemacht hat bisher. Na gut, Franz, da kommen wir auch noch hin, ne? Klar, also denk die... Wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt vor 3 Jahren oder so. Ja. Da haben wir auch einfach so aus Spaß gezockt. Da war ich immer vorne. Weil die haben auch halt gerade neu das entdeckt für sich, ne? Durch dieses Nesca-Fan-Sein, ne? Und dass es immer noch online geht und bla bla bla. Und ich hatte das ja schon vorher. Ich habe das seit Teil 1. Das sind 10 Games mittlerweile hiervon, ne? Oh. Oder so. Habe ich das ja schon gefahren gehabt. Vor, weiß ich, 10 Jahre vorher schon. Das heißt, ich habe ja viel mehr Erfahrung gehabt, ne? Ja. Da bin ich immer weggefahren, weil die hatten absolut keinen Plan, ne? Und mittlerweile, wie gesagt, den David, den kriege ich so gut wie kaum noch. Also... Und wir sind ja auch meistens immer im Winter gefahren. So wie dieses Jahr haben wir es auch vorher noch nicht gemacht. Das kam jetzt durch die Let's Plays. Weil ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne Let's Plays machen, ne? Mhm. Lass uns das mal einfach starten. Gucken, was dabei rauskommt, ne? Und cool, wenn wir noch ein paar neue Leute kommen würden. Ja, ja, da kommen noch, da kommen noch. Ja, allgemein, aber wir sind ja schon froh, dass ihr so schon da seid. Weil das macht einfach richtig Fun. Früher ging das ja über Server, wie gesagt, in den USA, ja, ne? Und dann bist du auch mit 40 menschlichen Gegnern gefahren. Und du bist auch nur so... Ja, interessant dann, ne? Aber richtig, vor allen Dingen, wenn du dann mal ein Rennen gewonnen hast. Da kriegst du einen Adrenalinstoß, ne? Ja, ja, glaube ich. Und die fahren auch nur so 20 Rundenrennen, mal jetzt da in den, ne? Oder haben sie damals, weil das einfach schneller ging, ne? Aber manchmal auch mit Boxenstopp, was du da vorhin gefragt hattest, ne? Ja, das in der Pflicht nur ist, ne? Ja, genau. Und so weiter. Und dann musstest du ein bisschen doch noch nachdenken, auch bei 20 Runden. Ja, klar. Taktieren, wann tanken, wie tanken, ja. Das haben wir bis bei Level AIA machen, ne? Ja. Taktieren. Das ist interessant, das ist geil. Da hat jedes Team eine andere Strategie dann aufgestellt, wenn du so Planrennen gemacht hast, ne? Ja. War interessant. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade das Interessante hier bei solchen Sportarten wie hier diese Ovalrennen. Das verstehen viele gar nicht. Ja, früher war ich auch der Meinung, ach komm, da fährst du nur im Kreis. Ja, war Standard, das ist der Standardspruch. Ja. Ne? Genau. Genau. Aber die haben nie... Ja, erzähl ruhig was. Wo ich die Jungs hier kennengelernt habe, die kenne ich jetzt auch schon drei Jahre. Ja. Richtig gut, ey. Seitdem bin ich so ein Nesca-Freak geworden. Ja, das so ist das wirklich. Also, ja. Ich gucke jetzt gerade mal. Wer ist denn jetzt hier wo? Oh je. Ach, Standings, Mensch, muss ich auch gucken. Hä? Ich bin 13. Oh, David ist wieder vor mir, Alter, aber ganz knapp, ey. Alter, Franz, was ist mit dir los? 6. Jo. Wie hast du denn das gemacht? Warum? Du bist doch ein Cheater, ja. Nee, mehr kenne ich die Strecke von Level R her. Ja, ich fahre die auch hier irgendwann. Hinter. Ja, genau. Und wo bist du? Achso, n.com. Ah, ja, genau. Hm. Ah, ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Standardspruch ist immer nur im Kreis fahren.
Ja, das fahren sie alle, das ist einfach, ne? Nur im Kreis rumdüsen. Ja, und dabei ist es gar nicht so einfach. Das ist schwieriger als auf so einem blinden Straßenkurs bei Formel 1, sage ich immer, wo ich 200 Minuten Vorsprung habe, weil ich 500 PS mehr habe als mein Gegner, ne? Ja. Und das haben die nie verstanden. Wie viele Fotofinishes sind hier schon gewesen? Oh ja, Ja, und wie viele Überschläge noch am letzten Sekunde und so, ne? Das stimmt, ne? Am geilsten war ja, wie gesagt, Montoya bei Daytona. Das habt ihr jetzt auch nicht gesehen, ne? Nee. Alter, in der Gelbphase kommt er aus der Box, da bricht ihm irgendwas hinten an der Achse. Auto außer Kontrolle, ne? Und der knallt mit volles Programm in so eine Turbine rein von so einem Jet Dryer, der die Strecke reinigt. Und das Ding war mit über 200 Gallonen Kerosin geladen. Boah. Das ganze Ding explodiert. Hier auf der Strecke, die wir jetzt hier fahren, ne? Alter, da ging das ganze Rennen dann hinterher, weil sie, wie gesagt, die ganze Straße, die ganze Strecke hat da ja gebrannt, ne? Montoyas Auto komplett explodiert, der ist aber dann ausgestiegen, Gott sei Dank, ne? Nichts passiert bei ihm. Und der Typ von dem Truck auch nichts passiert. War schon richtig heftig, ey. Kannst du ja angucken, bei mir glaube ich auch wieder. Der Daytona 500 Bericht. Muss ich mal angucken. Muss ich mal gucken, ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt David hier neben mir ist. Warum bin ich nicht ins Rennen hinkommen? Bist du nicht drin? Nö. Dann musst du... Jetzt, doch, jetzt bin ich hinkommen. Boah, aber es hat lang gedauert. Ja, aber wo fährst du? Wo startest du denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich starte überhaupt nicht. Ich stehe nur in der Box. Nee, das geht ja nicht. Da müssen wir nochmal starten. Auch wenn wir jetzt hier gerade einen guten Start hatten. Ja. Dazu musst du anhalten. Genau. Das hat mich die ganze Zeit gewundert. Ich befehle nur von Rennen und ich stehe nur noch. Überhaupt nicht. Ich bin im Ladebildschirm. Uah, scheiß Huppelwiese. So, und jetzt? So, dann kannst du direkt, Restart Race. Genau. Jawohl. So, ja, obwohl wir gerade einen guten Start hatten. Guck mal, Franz, jetzt bin ich da, jetzt okay. Bin ich da, jetzt stehe ich auf der Strecke. Ja, und gut, alles klar. Auf Drive geschillt und hat gar nichts gemacht. Ist jetzt David da? Ja, David ist da. Okay, alles klar. Wenn wir ein bisschen länger warten, hier schon gekriegt sind, wird man dann nicht drin ist. Ja, musst du also gleich am besten Bescheid sagen, weil manchmal ist das so hier. Also, das Ding ist auch schon, wie gesagt, fast 10 Jahre alt, ne? Weil das habe ich letztens nämlich auch schon mal gehabt, wo ich dann auf der Strecke war. Weil der wartet zwar eine Zeit lang, ne? Ja. Aber irgendwann startet der nach anderthalb, zwei Minuten. Ich weiß gar nicht direkt, wie lange das mal dauert. Also, ich habe das nur nicht gestoppt, wollen wir es mal so sagen. Wow, wow, wow. Oh ja, jetzt sehe ich dich ja auch. Jetzt bist du auch in der Mitte. oh Gott, jetzt muss ich auch husten hier. So. Nein, kein Telefon jetzt. Nicht jetzt. Okay. Diesmal hast du einen besseren Start gehabt, ne, würde ich sagen. Merkt schon, wie alle konzentriert. Ah, was ein Mist, ey. Die Mario gar keine platte Panne. Ja, oh je. Oh je, ja, ich... Ein Kia. Jo. Oh, jetzt bist du, ja, da bleib mal ganz oben. Bleib oben. Boah, ich muss erstmal unten bleiben. Boah. Mit Franz war wieder hier ein übles Ding. Ja, ein bisschen ploppen war jetzt doch noch alle hier, ne? Aber es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Ist noch einer da von euch? Hallo? Achso, ja, alles da. Ja, weil eben war so ein beschissenes Ding hier wieder von dem Mumble hier, der labert hier die ganze Zeit. Achso, okay. So. Da wird schon wieder in Front, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Aber hier kann... So noch nicht so raus, weil die blocken du ja all, ey. Da kommst du gar nicht vor. Ja, der hat mich jetzt aber eben auch voll geblockt, Alter. Hammerhart, ey.
Vergiss es. Ich komme doch gar nicht vorher. Ich komme hier gar nicht mehr ran, was ist los? Also, guck mal, Alter, was macht der denn hier vor mir? Oh, die gehen mal weiter auf die Nest, ey. Ja, wie. So, jetzt habe ich mich voll verarscht. Weiß ich auch noch nicht. Jetzt habe ich mich voll verarschen lassen, weil der hier hin und her gesprungen ist. Scheiße. Ja. Ja, ich bin in der Mitte, ja, schön. Blinkt neben dir. Oh, Franz, tut mir leid, ich muss leider vor dir. Ja, mach doch, spring. Weil, ja, weil, ey, der hat mich eben so verarscht, ey. Fährst mir hinterher. Wand. Du bleibst hier nicht drauf, aber ey. Ja, genau, fahr mir ruhig hinterher. Mal kommen wir denn durch. Ja, komm, genau, runter hier. Ich würde innen bleiben. Oh, das ist super eng. Ja, ja. Alter, der Bane, der geht mir hier ganz schön auf den Sack, ey. Boah, Yellow Line. Egal. Komm, Franz, hinter mir her. Ja, ich bin hier nur drauf. Ich bin ganz eng. Oh, ey, da titschte einmal die Wand an und schon sind alle weg. So ein Scheiß. Ja, das ist der Nachteil, halt immer so ein Super Speedway, ne? Das ist nicht, das Schlimme ist dann, Franz haut mir hier einen rein, ey. Ich dachte, du gehst mit. Scheiße, jetzt verliere ich natürlich wieder Plätze. Ich bin neben. Der haut hier voll durch jetzt hier, Alter. Boah, das war auch knapp. Wenn du kannst, ist das der David, wie du kannst. Ja, ja, natürlich ist das David. Das Schöne ist... Das Schöne ist, dass der nicht weiß, dass du die 17 bist wahrscheinlich. Er hat vorher geguckt. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Der denkt bestimmt, dass das ein Computergegner. Ja, ja. Oh, der zieht wieder rein, der Sack, ey. Bin du nicht? Ja, wenn ich jetzt hinter dir, könnte man an ihm vorbei, weißt du? Scheiße, jetzt hat mich der hinten drüber überholt. Scheiße, weil ich rechts gegangen bin. Oh, Alter! Baut mal einer, jawohl! Baut mal einer Unfall da vorne, los! Was hast du denn gemacht, eben? Franz, was hast du denn gemacht? Ich bin ringezogen. Ja, ich hab's gemerkt, das war ganz schön knapp, ey. Jawohl, ich bin wieder dran, juhu! Und jetzt bin ich weg. Das war echt arschknapp, eben. Oh, was war mit? Wo bist du, Flippi? Ich bin oh, vergiss es, 14. Hä? Kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wie viel ich bin. Wo willst du denn hin, David? Wo willst du denn hin? Alter, ey, er macht ja geile Aktion. Yellow Flag. Ja, ja, David, ey. Links, rechts, ey. Oh, jetzt soll ich wieder von ganz hinten anfangen. Oh, erstmal vom Rasen runter, ey. Ja, das ist die Blockerei, ne? Du weißt nicht, wo du hin sollst und wo ich schon überholen kannst, ne? Ja, eben, ey, da ist auch, der ist dann noch runter, da wollte ich neben ihn, dann kam er noch höher. Ja, also war das von mir aber ja auch so ein bisschen, der Art. Muss mal hier. Ne, das war der verkehrte. Ja, jetzt war ich mir nicht sicher, wo David hin wollte. Jetzt darf ich von ganz hinten wieder starten. Okay. So, ah, nee. Wer ist da hinter mir? Ich wahrscheinlich. Ja, kann sein.
Wenn da die 24 steht, bin ich das. Doch jetzt nochmal Gelbphase, oder? Ja, jetzt Gelbphase gleich, ne? Caution is out, das sagt er dann. Achso, bist du jetzt schon in der Box gefahren? Nee, ne? Slow down, jawohl! Aua! Wo ist das 21 Car? Are you alright? Ja, ich bin alright. Wo ist die? Oh, irgendwas qualmt aber vorne, oder? Ja. 21? So, jetzt. Irgendeiner ist hier auf dem Rasen. Oh, ich werde behaupten, wo ich jetzt hin muss, ne? Ich glaube, du bleibst bei mir hier. Was sagt denn der Spotter dir? Boah, nix. Ja, dann bleibt er so. Dann ist das richtig. Huh. Aua. Uah. Alter. Mein Auto ist aber hier schon arg mitgenommen, da. Hey. Jetzt habe ich hier wieder diese Anrufkram. Ich verstehe das nicht. Einmal reicht doch anzurufen. Pick Road is now open. Ja. Warum ist Pipopo hier? Bist du einmal rausgeflogen auch, oder? Weil du den Unfall gebaut hast. Deshalb bin ich vor dir. Wie viele Runden haben wir noch? 11. Okay. 10 nur der. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir jetzt innerhalb von 10 Runden nach vorne kommen und David da wegholen vom Thron. Na, das nächste Mal bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, das wirst du im Video dann sehen, wie knapp das war. Ja, ich war selber schuld, wo ich mich dann weggedreht habe und so weiter. Ja, und ich habe das ja erst gar nicht mitgekriegt. Ich bin ja noch an dir vorbeigeschossen. Da hat kein Haar mehr zwischengepasst. Ich habe damit gar nicht gerechnet gehabt, weißt du? Nee, hey, ich auch nicht. Auto, fahr weiter. Mein Auto fährt nicht mehr. Ja. Da muss man runterschalten. Bei mir manchmal, ja. Ja, habe ich aber auch manchmal. So, nimm der kein Gas mehr, oh, und was ich nicht mehr machen. Ja, war bei mir von nah. Achso, ich kann ja schon raus, hat er ja schon gesagt. Übrigens, wenn ihr in der Box seid, ne? Und rausfahrt, dann müsst ihr immer unter der Game-Linie noch bleiben, bis er sagt, ihr könnt raus. Also, es gibt das Black Flag. Okay. Ne? Gut. Black Flag ist nämlich nicht angenehm. Ja, Black bist du hier normal disqualifiziert, oder nicht? Ne, du hast dann 3 Runden Zeit oder 4 Runden oder was, ne? Um in eine Box zu fahren wieder. Unter also. Grün. Genau, dann stoppst du kurz, ne? Und dann ist die Black Flag wieder weg. Aber machst du das nicht, dann bist du disqualifiziert und fließt raus. Aber wir drei sind hier hinten zusammen und David ganz vorne. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss hier im ersten fahren, dann nimmt im zweiten immer kein Gas mehr an. Was ist los? Das kann sein, dass auch das Getriebe im Eimer ist. Ja gut, das kann sein. Scheiße! Ja, das passiert ja schon mal, so ein Eingang. Ich sehe gerade, hast du Schaden angelassen, ne? Der hat ja, ganz klar. Schön der Schaden. Wenn dann richtig. Ja, richtig geil, weil wir haben immer Schaden aus, nur wegen, dass wir noch weiter Rennen fahren können. Also, erste Rennen mit Schaden. Green, next time by. Da ich ja vorhin richtig Glück gehabt. Ja, hast du da gut Glück gehabt? Ja, dass ich... Gedreht an. Bist auch nur reingegangen, ja? Mhm. Ja, ich habe auch Schweigen gehabt. Ich wusste ja gar nicht, dass Schaden an ist. Kann man irgendwo sehen, wo was kaputt ist? Nee, das siehst du hier nicht. Du könntest natürlich jetzt deine Kamera wechseln, dann siehst du, dass hinten dein Heck ein bisschen verbogen ist. Der Heck ist extrem verbogen. Der hängt die Stoßstange hin, im Kopf genau. Drin. Ja. Und wenn du jetzt F9... Ich weiß das schon wieder nicht mehr hier. Was ist denn los? Wenn du F9 drückst, ne, dann wenn siehst... Wenn ich F9 drücke, dann... Siehst du, dass da bei Reparieren... Da. Steht da Yes unten. Repair Yes steht da. Genau, okay. Und das mache ich, wenn du dann Leertaste drückst, dann steht da No. Dann kannst du zum Beispiel aus der Box wieder rausfahren. So, dass du nicht überrundet wirst, weißt du? Ah, okay. Moin. Schön zu wissen, dass hier Schaden an ist. Echt mehr Glück gehabt als verstanden. Okay, Franz, wir müssen David jetzt da vorne irgendwie schnappen. Dann müssen wir irgendwie in der Cache, ja. Ja, jetzt reicht's aber. Gleich.
Live hat. Übrigens überholen. Ja, überholen bitte erst nachher Ziellinie, sonst gibt es auch Black Flag. Ja, haben wir schon gemerkt. Ja, ja. Haben wir schon gemerkt gestern. Ja, ja. War nee, vorgestern. Das geht mir auch ganz schnell. Blibo beim Start. Ich war nur die erste. Stopp. Ja, ja. Scheiße. Ist aber auch erst seit diesem hier, glaube ich, so. Vorher gab es die Regel gar nicht. Coming to the green, buddy. Coming to the green. Let's go get him. Ja, dann go in green. Take the cars off. Be ready. Be ready. Green, green, green. Los, Gas, Franz. Ich darf nicht überholen, scheiße. Siehst du, das ist der Nachteil denn, ne? Outside. Okay, fahr mir hinterher, Franz. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Oh, also irgendwas ist hier gehörig im Arsch bei mir. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Quark. Nee, nicht wirklich. Jetzt müsste ich aber irgendwie schnell an dir vorbei, dass ich vielleicht noch eine Chance hätte. Franz kommt auch irgendwie nicht mehr hinterher. Ja, irgendwie fährt das Auto auch nicht ganz so wie soll. Der Moos hat doch ein bisschen mehr Abtrieb beim Drehen. Wow. Oh, das war ich jetzt im Auto. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich voll nach vorne geguckt und habe nicht mal an der Seite ja, geguckt. Ja, meins ist total im Arsch, ja. Meins auch. Ich komme gar nicht mehr hinterher hier. Mensch. Ich hoffe jetzt, dass ich noch irgendwie was reißen kann, ey, scheiße. Ja, sorry, Mirko, aber das war total hin. Der Nebelstein ist gerade, hängt alles weg. Scheiße. Deswegen kommt das auch nicht in die Pötte. Das Fahrer kein 170 mehr abgerissen. Nee, das sind schon irgendwas auf jeden Fall auch im Eimer. Das ich war jetzt gerade 172, aber irgendwie läuft dann auch nicht mehr rund. Ich komme nur auf 160. Du kriegst ja immer weiter Abstand von mir. Scheiße, Alter, ich komme nicht ran, obwohl ich 190 drauf hab. Komm, gib Gas. Komm. Ja, weil die vorne haben natürlich schön Pulk, ne? Ja. Ja, die ziehen sich mit jetzt. Und der Yellow Flag würde jetzt bei dem wenig Runden auch nicht mehr helfen. Ah, ist das ärgerlich. David, wenn du das siehst. Franz nein, Schuld. Du hast Glück gehabt jetzt. Mann, ey, jetzt wollte ich nur schon mal cashen. Ich bin auch schon bescheuert. Cashen natürlich. Nee, da komme ich nicht mehr ran. Boah, gerade 170, ey, und es ist... Sehr froh, mein Partner noch 160. Ja, ich hätte... Wir hätten zusammenarbeiten können müssen. Ja, aber es geht ja nicht. Nee, also, jetzt geht's nicht mehr. Drehe nichts drauf. Endgeschwindigkeit. Deswegen haben wir Schaden aus. Nur bei Online-Rennen jetzt so, ne? Mhm. Wobei ich mag, ich mag es auch mit Schaden, also davon abgesehen. Ich mag es auch mit Schaden, ist halt realistischer. Ja, ich persönlich mag es ja auch. Ne? Aber so natürlich, um Fun zu haben, guck mal, weil gerade so bei uns passiert ja immer was. Mhm. Und wenn du nach zwei Runden schon nicht mehr mitfahren kannst, ja, ist das gut, ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich so wie genau. In der neuen Runde hängst du dann durch und weißt genau, ist eh nichts mehr. Also. Ja, genau, und deswegen machen wir Schaden immer aus, ne? Ja gut, kann man ja gucken, je nachdem, wie man lustig ist, ob man den halt anmacht oder aus. Interessant wäre es ja vielleicht mal, wenn man tatsächlich mal so eine Saison durchfahren ja. würde. Wenn alle sich hiermit so mehr oder weniger auskennen, ja. dann kann man das auch machen. Da kennt man hier immer so Punkte machen, oder? Ja, richtig. Ja, okay. So und so viel. Punktesystem, klar. Ja. Ja, original Punktesystem, kannst du ruhig nehmen. Wo man dann so auf der Homepage schreibt, welche Tabelle lädt. Ja, genau. Das Rennen am so und so viel, da hat der in der die Position, die in die Punkte kriegt. Ganz genau. Also das wäre ja wirklich interessant, nochmal. Aber jetzt haben die Zuschauer natürlich schon viel erfahren. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Aber das ist auf jeden Fall mal angedacht vielleicht. Ne? Aber es dauert eben noch ein bisschen, denke ich mal, bis alle da ja. das haben und ja, so. Ja, das dauert noch ein bisschen. Jojo hatte ich auch gemeldet, Libo. Ja, gut. Ja, vorhin war Doha mit Mirko im Mumble drin. Ja, der war, genau. Das war ja mit dem Pedal nochmal, ne? Nummer 2. Ja, Endjojo, ja. Genau. Also. Ja, ja, liebe Zuschauer. 20 Sekunden hinterher. Es tut uns ja leid, aber da wir irgendwie Mist gebaut haben, wobei ja. kommen wir hier jetzt nicht mehr ran hier. Und David gewinnt schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein, ey. War meine Ungeduld, ne? Ja, das ist hier ganz gefährlich. Ich kenne das ja auch.
wollte unbedingt daneben drauf bleiben. Dann habe ich dann Ende touchiert und hat mich in die Bande gefetzt. Das Schlimmste, was es gibt hier, ist Ungeduld. Ich muss mich oft schon beherrschen, weißt du? Ja. Aber wenn ich mich nicht beherrsche, passiert oft sowas. Aber es, das ist normal, weil der nächste, oh, du kommst doch noch vorbei, oder die Lücke kannst du doch noch nehmen, weißt du? Ja, und dann, doch zu eng. Ja, genau. Das ist ganz oft jetzt so. Aber so lernst du wieder, weißt du? Das stimmt. Eben mit David ja auch. Also theoretisch hätte ich auch ein bisschen vom Gas gehen können, ne? Aber der ist ja so weit runtergegangen, dachte, okay, geh oben lang. Nee, kam er wieder hoch. Der wollte ich wieder runter, er war vorbei. Ah, plupp, fertig. Ja, es geht ganz schnell dann, ne? Oh, 166 habe ich jetzt mal drauf. Mei, lieber Mann. Ja, also alleine habe ich 185. Wow. Ach Gott. Unterschied von 90 Meile. Ja. Ich fahre 170, 173, aber mehr geht's. Definitiv nicht. Wundert mich, dass deiner noch besser fährt wie Franz seiner, weil Franz seiner sah eigentlich besser aus. Ja, bei mir ist Neve die ganze Zeit weg. Du siehst es nicht. Alles ingezählt auf der rechten Seite. Das war, wo ich in die Bande nennen bin. Ja. Aerodynamik geschädigt. Weißt du, was scheiße ist auch? Wenn du irgendwo einen Einschlag hast und freust dich noch, dass der Wagen einigermaßen gut läuft und den kannst du nicht mehr runterschalten. Und du bist im vierten Gang. Oh. Weißt du, wie beschissen das ist, da eine Box zu fahren und so? Und dann wieder loszufahren? Das habe ich auch schon hinter mir. Auf einmal ging gar nichts mehr. Vierte Gang drin geblieben. Alter, alle anderen tot, ne? Ja, klar. Geil. Ich bin schon überholt, überrundet. Wie, kommt David schon von hinten? Oder? Der ist schon, ja, am Ende vorbei. Dann kriege ich gleich auch Besuch. Nee, das schafft er, glaube ich, nicht mehr. Ist ja eh letzte Runde jetzt. Stimmt. Der lacht sich doch jetzt ins Fäustchen, denkt. Passt du das mir, mit der Weiß? Mit der Weiß? Ja. Wo an mir vorbei ist? Nee, ich bin ja vor euch noch. Also nicht hinter dir jetzt, ne? Du kannst ja sehen, wie du willst wahrscheinlich. Ist ja Rundkurs, ne? Jo. Nee, also so, dich hole ich nicht mehr. Da fühle ich mich auch zu lahmarschig. Nee, du bist an mir vorbei. Ich? Ne. Achso, ja, natürlich, am Anfang bin ich an dir vorbei, aber jetzt nicht nochmal. Ne? Das schon. Oh, ach, da kommen zwei von hinten. Juhu. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn das da vor mir? Also bist du doch am Jahr vorbei, nicht? Nee, ich glaube, ich sehe dich gerade, Franz. Nee. Ich bin schon über die Ziellinie. Guck mal in den Rückspiegel. Ich hab keiner im Rückspiegel drin. Ja, warte. Wenn das die 1 ist, dann mit ist das definitiv. Nee, ist schwarz der Wagen. Jetzt im Rückspiegel, siehst du irgendwas hinten? Nö. Ich sehe was, ja. Da kommt jetzt was in der Kurve jetzt. Ach, da ist noch wer. Ja, stimmt. Ihr seid beide doch irgendwie nah beieinander, oder nicht? Ja. Ja, dann sehe ich euch doch jetzt. Jetzt guck mal, du bist jetzt bei ihm vorbei, ne? Jetzt hat keiner gebremst hinter mir. Das bist du jetzt hier, ne? Ja, nee, das ist Montur, ja. Uah, David! So. Gut, das war ja ein witziges Rennen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken beim Replay, was da los war bei mir und David. Warte mal. Muss ja gerade mal gucken. Da bin ich ja in der Box. Ah, war es jetzt David schuld oder was? Oh, ich bin sogar fast weggeflogen, Alter. Runde 8 bei mir. Da muss ich den nochmal genauer angucken. Oh ja. Ich glaube, wir haben uns beide ganz schön hergekriegt. Ja, er hat geblockt. Hat eigentlich schon einmal angetickt.
Oh ja. Heftiges Ding. Wo, bei dir? Ja, ja. Kannst du Runde 8 gucken und dann kannst du oben kannst du einstellen, welche Runde 7 musst du antippen. So. Und dann kannst du oben bei Driver kannst du Nummer 24 angeben, weißt du? Mhm. Wie gesagt, ich bin so fast halb mich noch überschlagen. So, mal gucken, Kamera. Welches Auto? 24? 24, hm. Ich wollte runter, dann blockt David mich und dann habe ich ihn angetickt und dann ist er runter wieder, ich hoch. War ganz interessant. Oh ja, der ist auch gut runtergezogen. Meine Fresse noch eins. Jetzt hätte er eigentlich unten bleiben müssen. Zack, oh, da hat er mich voll erwischt. Und dann kommt Kyle Busch hier mit einem M&M, 18. Da habe ich sogar noch seitlich abgehoben, ne? So. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz aus der Helikopterperspektive, ja. Harte Sache, würde ich sagen. So, okay. Kann ich hier raus? Ah. Jetzt guck ich gerade mal, ist David noch da? Ah ne, der hat schon wieder disconnected. Achso, habt ihr, okay. Habt ihr gesehen noch, oder was? Mhm. Ja, hat er mich da voll weggehauen. Achso, bei dir wollte ich nochmal gucken, was mit dir los war überhaupt. Ja, da war einer hinter dem David und du bin ich draufgekommen. Ja, weil das war bei mir, bin ich auch noch so ganz knapp an dir vorbeigekommen. Ich wollte denn eigentlich blocken. Aber da war der zu schnell da drin in der Lücke, weißt du? Ah, ich seh's hier, warte mal. Wollen die Lücken in den Stoße. Jetzt habe ich so weit vorgespult, jetzt muss ich mal zurück vielmehr. Wie gesagt, ich habe das gar nicht erst mitgekriegt, erst als du an mir vorbeigeflogen bist, so an der Seite noch so. Wie viele Runde waren das? Ich bin jetzt hier gerade Runde 6, ich guck mal. So, dann gucken wir mal auf die Nummer. Wo kannst du die Runde in Stille? Unten, Labs. Oder Lab steht da ja noch. Ah, ja. Season, ne, und Lab. Oh, das waren die 5 Runden. Also ich bin jetzt gleich bei Runde 7, aber ich glaube, das ist ja Runde, Ende Runde 6, Anfang 7. Ich guck grad mal, ob das noch in 6 fällt. Ah, ne, das fällt noch in 6. Ja, da hab ich auch mehr Glück als Verstand gehabt, Alter. Wo das passiert war? Ja, ja. Ende 6, Anfang 7. Also musst du 6 machen und vorspulen. Ich mach das jetzt mal hier ein bisschen Zeitlupe. Zeitlupe gibt's ja auch, ne? Hast du vielleicht schon gesehen. Oh ja, bist du schön quer gekommen und ich, oh Gott. Das war wirklich... Guck mal, wie eng wir ja. In der Runde 6 hintereinander sind. Hast du das gesehen? Ja. Und dann wollte ich ne auskontern. Er ist ohne geblieben, ich bin hochgezogen, ne? Also das sah schon mal gut aus. Bei 5,37, dann bin ich neben ihm gezogen, siehst du? Ja, ja, ich seh's. Hinten drauf block ich sie, dann war ich vor ihm sogar. Da bin ich aber noch zu weit nach außen in der Steilkurve. Oh, oh, jo, bam. Ui. Irgendwie habe ich denn ne... Ja, 22 war auch recht hoch, muss ich sagen. Du kamst zwar runter, ne? Ja. Oh, das war aber haarscharf, Alter. Meine Fresse, nur eins. Oh, da hat's geraucht. Auch die Eins. Und yeah. Das siehst du. Dann siehst du auf der rechten Seite mal Auto, wie es aussieht schon. Ajo. Guck. Alles hingedrängt. Achso, was habt ihr als beste Runde? Warte mal. Ich hab hier 46.160. Dann gehe. Best Lap. Bei Lap, ja. Race.
46174. 174, bist ja, also kommt doch hin. Ich 160. Das ist ja gar kein Unterschied, ne? Ja, muss eine von den ersten gewesen sein, ansonsten. Ah, ne? Kannst du auch im Replay, wenn du Replay kannst, dein Auto, dann siehst du das, Franz. Oben, rechts, beste Runde. 46N64. 164. Hm? Oh, du bist, guck mal, ich 160. Das ist aber knapp gewesen, ne? Ja. Deswegen, also das ist interessant natürlich bei Daytona und so, ne? Mhm. Da sind Finish auch so knapp. Wette war war Sixifatch N74. War mal Zwettbichti. Dann dann Sixifatch N74. Ja gut, dann wird es aber immer, ja, und dann war der Crash passiert. Ja genau, irgendwann kam der Crash. Und am Schluss habe ich nur noch Rundezeiten gehabt von 53. Ja, ich zwar 48, aber die ersten beiden, wo wir wieder gestartet sind, ne, ja, hatte ich eine 47 und da war ich knapp an dem Feld dran, aber du hast ja gesehen. Guck mal, eine Sekunde gleich wieder Rückstand. 53er Rundezeit, das konnte ich dann knicken, das war klar. Ja, ja, ich habe dann 52er gehabt, da habe ich viel besser. Du merkst ja gleich, dass du was am Auto hast, da geht nichts mehr. Aber ist sehr realistisch gemacht, eben, das ist ja ganz cool so. Nee, mir macht das Spaß, dass du mit so einer Gruppe interessant. Auf jeden Fall, das ist wie Battlefield, sage ich mal, oder das, was ich gesagt von Minecraft, ne, oder eben jetzt dies hier, es macht am meisten Laune, wenn du zusammenspielst. Oder hier in dem Fall ja fährst, ne? So, aber jetzt verabschiede ich mich erstmal hier von den Zuschauern, bis zum nächsten Mal.